Wir könnten das eigentlich wirklich mal machen, dass wir von dem VBT Splash 14 dann diese Crew-Variante nochmal uns auch reinziehen. Da kann ich sehen, was ich damals in der Jury gesagt habe und was ich heute so sage und was ihr so sagt. Dann sind wir doch jetzt eigentlich um 22.50 Uhr mit unserem Alpaka im Hintergrund sind wir doch perfekt vorbereitet fürs Finale, oder? Freunde, Freundinnen, es ist großartig. Ich bin sehr gespannt auf das Finale. Ich kann mich wirklich nicht erinnern. Also gesehen habe ich das natürlich damals. Ich weiß auch, wer gewonnen hat. Das wissen auch die meisten von euch. Aber ich freue mich, das zu sehen. Das wird nämlich jetzt bestimmt ein bisschen dauern. Sind bestimmt alles so 5-Minuten-Runden. Und ist doch ein geiles Ding. Gerade so für den Abschluss vom VCB. Wollen wir als erstes die Plot-Hinrunde, damit wir auch als letzte Rückrunde den Plot haben? Prinzenlufthammer, ne? Hype is real. Finale wird auch geliked. Ist klar. Der Plot gegen Royal Fam, Hinrunde. Geil, Alter, ich bin echt gehypt. Weil ich es überhaupt nicht mehr kenne, das ist natürlich super geil. So Game of Thrones mäßig oder was? Das hat irgendwie vom Final Flavor, finde ich gerade, so ein bisschen das Battle Boy Busty Weekend. Bisschen Epic Feeling gerade, finde ich. Ich schreibe diesen Part in Südtallinn auf Pergament. Mit der Feder aus dem Flügel des Wappens der Royal Fam. Euch wurde die Endrunde geschenkt. Doch jetzt ist damit Schluss. Für den Rand hieß es Exit. Für euch Exodus. Blair, ich mach meine Gegner dauernd nach. Ja, was mach ich bei euch? Ein Baum oder was? Seit so vielen Jahren bewegt ihr euch nicht mehr. Die Fam schlägt den Schloss. Genau, zum Ritter. Was gibt's denn Neues von der Ausfuku-Lecke? Hufschaden auf Audiokassette. Ja, ist das gut gemacht. Ist das gut gemacht. Ja, 8. Staffel, kannst du natürlich auch abhaken. Was gibt's denn Neues von der Ausfuku-Lecke? Hufschaden auf Audiokassette. Ihr werdet gerne Stein gemeißelt, hab ich recht. Wir machen Witzfiguren aus euch, ist doch auch gar nicht so schlecht. Dieses Militärgehabe kann ich nicht mehr dulden. Ey, die Fam muss bezahlen, als wären es Erbschulden. Und das klingt jetzt heftig, doch die Erde ist rund. Ach, ihr seid wie so 5 Freunde, wer ist der uns? Der Pöbel protestiert, Sturm auf die Bastille. Nieder mit der Monotonarchie. Ein schmaler Grat. Hart. Sturm auf die Bastille, nieder mit der Monotonarchie. Ein schmaler Grat zwischen uns, Gula und Hinterwelt. Royal Fam regiert und das schon seit dem Mittelalter. Die Fam kapituliert. Nur deswegen, ne, weil Akne einmal das gesagt hat. Zwischen uns, Gula und Hinterwelt. Royal Fam regiert und das schon seit dem Mittelalter. Die Fam kapituliert, im Finale resigniert. Hier wird nicht regiert, hier wird guillotinisiert. Ein schmaler Grat zwischen uns, Gula und Hinterwelt. Royal Fam regiert und das schon seit dem Mittelalter. Tut mir leid, aber yeah, hiernach weiß ich niemand mehr. Wer ihr seid, die haben sich lieber ein von meinen Namen gemerkt. Und immer noch bleiben da die Lines auf der Strecke. RF Wackness mit Oldschool verwechseln. Tut was für die Kondition, Akne legt die Wurst weg. Ich mach euch ne Hook, wenn du mal ein paar durchrappst. Ich mach euch kurz weg, bis Deutschland sich die Frage stellt. Wie erkennt man Akne-Songs, wenn oben rechts nicht Akne steht? Ha? Sag mir, wer euch ins Finale lässt. Muschis tun auf adelig. Yeah, Aristocats. Jedes Mal, wenn Rick rappt, kommen mir die Tränen. Ihr seid doch ne Familie, Mann. Kümmert euch um den, noch okay. Warum, ne? Warum? Puncht irgendwie halt einfach, aber warum kommen ihm da die Tränen? Ne? Kümmert euch um den, ist schon irgendwie wild. Ich mag so direkte Fronts. Ich finde das sehr geil, auch sehr modern tatsächlich dann auch für die Zeit. Jedes Mal, wenn Rick rappt, kommen mir die Tränen. Ihr seid doch ne Familie, Mann. Kümmert euch um den, noch okay. Ihr braucht mir das gar nicht erst erzählen. Hier scheint euer Name nicht mal selber ernst zu nehmen. Denn wer so wie Juice macht und über andere Familien spricht, hat anscheinend keine Ahnung, was Familie ist. Der Pöbel protestiert, Sturm auf die Bastille. Nieder mit der Monotonarchie. Ein schmaler Grat zwischen Oldschool und Hinterwelt. Royal Fam regiert und das schon seit dem Mittelalter. Die Fam kapituliert, im Finale resigniert. Hier wird nicht regiert, hier wird guillotinisiert. Ein schmaler Grat zwischen Oldschool und Hinterwelt. Royal Fam regiert und das schon seit dem Mittelalter. Wie Kera und Mori. Wie wäre militare Essen? Ist lateinisch oder was?
Vincera und Mori. Wie wäre militare Es? Ist nicht wahr, ist nicht wahr. Okay, sorry, einmal noch. Vincera und Mori. Wie wäre militare Es? Duralex. Zedlex. Corniet. Elmex. Rosalute Omnium Abi Malam Krukem. Perspera ad Astra. Fluid Nosterim Flumen. Familia Regalis Adversarius Indignus. Yeah, Pater Natalis Cum. Homo Palidus. Aurum Acitunt. Acitis Argentum. Vos Amicisti. Quoderat Demonstrandum. Put in eine... Was, Digga, das ist der Wahnsinn. Das Latein ergibt wohl echt Sinn. Hört sich auch tatsächlich so an. Ich bin ja selber Besitzer des großen Latinums. Also, Freunde, ich hab's natürlich verstanden. Ich will das jetzt hier nicht übersetzen, aber es geht ums Battle. Es geht um Battlen. Untertitel wäre nice. Ich merke, man hat Latein gemacht. Ja, ja. Hast du recht, Joflian, hast du recht. Quoderat Demonstrando. Und in einer Zeit, in der die Logos noch Flügel hatten, konnten für Hamburger mit Standardlines doch überraschen. Doch in der Zeit, in der das 100.000 Menschen sehen, recht on top wie die Zugspitze, nicht aus, um euch ernst zu nehmen. Was mit dem Englisch los? Ich bin sehr concerned. Anglizismen, Oberstoffazieren, macht euch nicht modern, kannst du hören? Macht euch nicht modern. Englisch los, ich bin sehr concerned. Anglizismen, Oberstoffazieren, macht euch nicht modern, kannst du hören? Ich brauch Nostradamus nicht zu deuten, zwischen uns liegen Welten 400 Euro. Und die monotonen Parts sind auch nicht weiter tragisch. Bei dem Wechsel in der Hook wird das Ganze was dynamisch und Akne. Egal wie viel Katz du in der Strophe machst, ich mach einmal. Und Akne hat die Hosen nass. Life is a bitch, diese Femme fatal. Denn der Plot im Finale für die Fan fatal. Und weil alles andere keine Wirkung hat, kommt er hier nochmal. Der vom Vierteltag. Break Body, Bitch, blow mir richtig dick auf. Der vom Vierteltag. Break Body, Bitch, blow mir richtig dick auf. Mir richtig den Kork. Digga, hör doch mit dieser verfickten Fünfviertel-Scheiße mal auf. Gut, dass wir die Hinrunde eben gesehen Digga, haben. Digga, hör doch mit dieser verfickten Fünfviertel-Scheiße mal auf. Der Pöbelbrut. Das hier, Sturm auf die Bastille. Nieder mit der Monotonarchie. Ein schmaler Grat zwischen uns und der Unterweltler. Neue Fan regiert und das schon seit dem Mittelalter. Die Fan kapituliert, im Finale resigniert. Hier wird nicht frisiert, hier wird guillotinisiert. Ein schmaler Grat zwischen uns und der Unterweltler. Neue Fan regiert und das schon seit dem Mittelalter. Was für Militär, gebt euch Ränge ohne Sinn. Ich werd 700 Mäuse mehr als Stevie, war nicht drin. Aber ey, soll ja nicht an eurer Realness hapern, Captain. Plus Light, ihr lässt euch Liegestütze machen. Stark, auch mit dem Beat. Also, schon ein Brett. Schon ein Brett. Kann man nicht anders sagen. Was würdet ihr sagen? Punktemäßig, Leute? 1 bis 10? Was bekommt das ganze Ding? Ist auch gut gealtert. Safe, Alter. Ja, hier, guck mal, 9, was haben wir hier? 9,5, 10 von 10, 9,5, 9,5, 9, 8, 9, 9,5, 9,4, 8, 9 bis 9,5. Also ich würde auch sagen 9 von 10, weil 10 von 10 gibt es halt irgendwie gefühlt, nicht? Oder weiß ich nicht. 9,5, 9, also ist auf jeden Fall, eigentlich kann man nichts, eigentlich könnte man auch einfach 10 sagen, weil ich wüsste jetzt nichts zu kritisieren. Alle haben gewissermaßen ihr Fett weggekriegt. Das ganze Konzept ist cool. Ist ein super dopes Video. Der Beat ist krass. Ist alles echt super. Labert doch nicht. Wenn das nicht 10 ist, was ist dann 10 von 10? Lächerlich. Lächerlich. Kollo auf jeden Fall gibt alles hier. Gibt alles. 10 von 10 ist die Klausel R gegen Steezy. Ja, die ist auch krass, ja. Ich bin ehrlich, es gibt noch bessere Runden. Okay, jetzt gibt es hier eine Diskussion. Wir schauen uns an, was die Royal Fam aus dieser Hinrunde so gemacht hat. 7 Minuten. What the fuck? Crazy, Mann. Plot RR in dem Battle ist 10 von 10. Da freue ich mich sehr drauf. Generell einfach. Hoffe jetzt auch, dass die Royal Fam jetzt eine geile Runde rausknallt. Weil das können sie ja. Die haben auf jeden Fall auch dope Rapper. Und bei denen ist das Crew-Feeling auch geil. Also ich bin ja gespannt, was sie hier rauskommen. Gerade auch so vor allem auf Johnny und Rick Bow, was sie daraus jetzt machen. Weil das sind nun mal die beiden MVPs. Das Video ist 10 von 10 gleich, die Runde aber leider nicht, okay? Wir schreiben das Jahr 2137. Die No-Home-Monarchie hat sich als intergalaktische Staatsform durchgesetzt.
Die Besatzung der Royal Fam Enterprise durchstreift die unendlichen Weiten, um die ultimative Zerberstung einzuleiten. Der 32 Sternenjahre andauernde VCB-Krieg hat bereits zahllose Crewleben gefordert, als die Besatzung der RF Enterprise auf dem kleinen Jupitermond plot primitives Leben. Digga, der Beat ist hart. Hartes Final Feeling. Die Besatzung der RF Enterprise auf dem kleinen Jupitermond plot primitives Leben entdeckt. Ich schreibe auf dem Holodeck ein Part mit nem rosaroten Haar aus Feuermo bei Lippenbart Logo. Ey, der Sturm auf die Bastille wird abgeblasen. Ich fress Torten mit dem Pöbel und die Redelsführer werden nochmal ordentlich vermüllt. Wollt euch liken aus Mitleid, aber da war ja nichts zu sehen in diesem Facebook. Euer neues Startup-Unternehmen, war ja ganz witzig, euer Mittelalter-Gauda. Aber halt im Endeffekt Käse. Gute Reime, geile Flows, alles selten vertreten. In euren Runden ganz schön frech von Hinterwelt an zu reden. Denn es handelt sich um den Homo Novus. Doch fortgeschrittene Technik wirkte auf Urvölker immer schon wie Hokus Pokus. Lieutenant Juicy Draven, Space Cash und Laserstrahlen. We are not the same, I am a man. Ja, und um wen zum Ritter zu schlagen, muss man ein König sein. Insofern danke, Amex, schöne Line. Ich dachte, dass sie das Finale sind. Okay. Schlagen muss man ein König sein. Insofern danke, Amex, schöne Line. Ich dachte, das hier ist Finale, sag mal bitte, was da los? Ritter, hallo, Mittelalter-Flows, das war für die Fam fatal. Ihr macht auf Le Miserable und der Name ist Programm, denn die Runde war miserabel. Royal Fam Aristocats, 700 Mäuse, unsere Beute und der Plot darf nie wieder unter Leute. Jedes Mal, wenn Rick Moret, kommen mir die Tränen. Ey, Conny, Digga, was geht nach dem Bett? Okay. Hä? Also die es komisch gekonnt hat. Ich mag, wie gesagt, Rickbos Präsenz. Ich mag wirklich, wie Rickbo rappt. Auch wenn ich jetzt gar nicht so das Video höre, wenn ich den so rappen höre, das macht mir Spaß. Aber hä, so, also, man hätte so viel daraus machen können. Kommen mir die Tränen, da hätte man, also, dann einfach, ey, Conny, was geht denn? Hä? Jedes Mal, wenn Rickbo rappt, kommen mir die Tränen. Ey Conny, Digga, was geht denn nach dem Battle hier? Trägst du wieder Glatze? Ich schick euch zwei Königsberger Klopse in die Düsseldorfer Klapse. Herzlichen Glückwunsch, die Ehre ist groß, denn die Fam schlägt den Plot zum Ritter mit der Kokosnuss. Der Sergeant haut die Gegner aus den Latschen, so wie's Asterix und Obelix mit Caesar damals taten. Die Royal Fam regiert, das zieht sich durch die Epochen. Hier wird nicht geflowt, sondern mit Warp-Antrieb gesprochen. Ziemlich geil, eure Liebe zum Detail, doch die Royal Fam Enterprise zieht an euch vorbei. Kurz vorm Ziel bleibt der Plot liegen, wenn wir mit Warp 7 über euer Dorf fliegen. Wir fahren durch die Zeit, so wie Marty McFly und der Femdalorian zieht an euch vorbei. Ihr könnt weiter rebellieren, ihr den Eierkopf verliert, denn hier wird nicht kassiert, hier wird laserschwertisiert. Hook ist geil. Hook finde ich cool. So vom Flavor ist nice. Juska auf jeden Fall auch so gute Sing-Sang-Boy. Und es kommt halt einfach cool. Auch wenn der Plot das so ganz gut verarscht hat, ne, mit diesem, wenn ihr so durcheinander rappt und so, aber es funktioniert halt. Ich finde es auch ganz cool, so ignorant zu sein und das einfach trotzdem weiterzumachen, weil man halt sagt, ne, ist dope. So, zieht an euch vorbei. So videomäßig auch geil. Gegen die Location da aufgefahren. Also, ne, gegen dieses Mittelalter-Ding mit diesem Future-Ding. Das ist schon alles dope. Man muss sagen, jetzt highlightmäßig in Rickbos Part und Juskas Part ist mir jetzt nicht viel hängen geblieben. Da wäre mehr drin gewesen. Aber es hat auf jeden Fall auch schon einen coolen Flavor so. Alter, rebelliert, ihr den Eierkopf verliert. Denn hier wird nicht kassiert, hier wird laserschwertisiert. Hey, das Düsseldorfer Proletariat gerät völlig aus der Bahn. Das Gesindel der Nation gegen die königliche Nadel. Die schreibt so coole Bars und seid Sauvergard. Aber umfloht ihr dann wie wir, Mann, und macht uns alles nach. Undankbares Lumpenvolk, nehmt euch nicht den Mund zu voll. Er hat halt auch irgendwie Snagger und Pillar zusammengefrühstückt, ne? Es ist halt, weiß ich auch nicht. Und ich kann auch nicht so ganz folgen. Das Gesindel der Nation gegen die königliche Nadel. Die schreibt so coole Bars und seid Sauvergard. Aber umfloht ihr dann wie wir, Mann, und macht uns alles nach. Undankbares Lumpenvolk, nehmt euch nicht den Mund zu voll. Bäume schlagen Wurzeln, ihr nur Zecken aus dem Unterholz. Genügend rumgeprallt, ihr schießt euch nur ins Bein. Kickt in der Mensa immer Freestyles auf Latein. Wie kriegst mal eine Line gegen mich? Ich bin enttäuscht. Liegt es an mir oder liegt es an meinem Freund? Ganz ehrlich, ey, Max, dein Kettenhemd-Bock. Wer wann hast du den Job in einem Secondhand-Shop? Erzähl uns keine Märchen, Mann, wir wollen ihr belügen. Ihr habt gar keinen Bock auf Battle, ihr habt Bock auf die Kostüme. Sturm der Bass. Okay.
Dieb aus dem Weltraum in den Krieg. Captain Peter Chekhov meldet sich zum Dienst. Setzt die Mauern an die Waffen. Macht das Katapult startklar. Doch was wollt ihr Affen machen gegen mein Protonstrahler? Das Geschwader bricht durch Wolken, stößt auf Ziele nieder. LMX Exitus durch einen Schwarm von Pyramidenkrieger. Ihr wollt uns erobern? Wir hofen am Rap der Krone fern. Denn mit einem Pferdekarren kommt man nicht zum Todesstern. Auf den Blassen mach ich nass. Deutschraps Roberto Blanco. Das kein Militärgehabe, das ein Stellvertretungskommando. Du Bitch, Easy Feature. LS Wanted Vaginal. Darf Agne aka Royaler Konteradmiral. Was? Abnormaler Konteradmiral? Der ist so geil, Alter. Nach der Runde kannst du anderen nicht sagen, dass sie Bock auf Kostüme haben, ja. Ist eine schwierige Line, wenn man selber so rumläuft, ne? Das kein Militärgehabe, das ein Stellvertretungskommando, du Bitch! Easy Feature! LS Fronted Vaginal, darf Agne Aka. Wer frontet vaginal? Gehabe, das ein Stellvertretungskommando, du Bitch! Easy Feature! LS Fronted Vaginal, darf. LMAX Fronted Vaginal. LS Fronted Vaginal, darf Agne Aka Royaler Konteradmiral. Keiner will promoten euch. Nicht unter einer Million, nimm die Wurst in den Mund, Conny. Tu was für die Kondition. Da muss ich das deutlich. Eure Welt ist hart am Arsch. Selbst die Mayas haben's geahnt, doch um ein paar Tage verplant. Flügelwappen-Logo kriegt der Löwe bis zum Gralsficker. Himmel links, Himmel rechts. Ich schlag euch zum Analritter. Ziemlich geil, eure Liebe zum Detail. Doch die Royal Fan Enterprise zieht an euch vorbei. LMAX, Conny, Monogamie. Doch in unserer Galaxie herrscht die Homo-Darchie. Wir fahren durch die Zeit, so wie Marty McFly. Ja, schwierig, nein. Und der Fenderlord. Einfach was. Agne lässt auf jeden Fall, lässt gewissermaßen immer ein bisschen Fragen offen. Es ist halt eine Rätselstunde, aber auf der anderen Seite hat man auch nichts mehr zu sagen. Das muss man erstmal schaffen. Soll man da dem noch hinzufügen? Alles gesagt. Zieht an euch vorbei. Die Plotz ist gefickt, jetzt liegt die Bitch in Trümmern und wir sind raus. Wir müssen uns um Rickbo kümmern. Ciao. Conny, Helmex, Peter. Hey, ihr habt verkackt, ihr habt gesagt, dass ihr euch hasst. Was wollt ihr kleinen Lateiner dagegen tun jetzt? Du Knecht! Digga, der Junge nascht eure Crew weg. Mein Homie findet eure Kostüme schwul. Seht zu, dass ihr verschwindet. So we eat you. Ja, genau. Und Dark, och, Putsch war, ey. Und er scheißt auf den PLOT. Da kann man ehrlich nicht. Ich glaube, das soll einfach entertainen. Aber das ist dann schon wirklich witzig, wenn man so sagt, die wollten einfach nur die Kostüme. L-O-T. Da kann man ehrlich nicht sagen, das mit dem Logo funny. Nur ist halt eure beste Punchline auch die Logo-Anni. Und Conny bettelt in seinem Park meine Zeilen aus Machtel gegen GWS, Mann, Alter, das ist ja ganz schön verschachtelt. Muss ich jetzt seine Zeilen gegen Trillfingers kontern oder merkt er langsam selber, dass das billig gefrontet war? Ha? Aber sieh das einfach so, Conny, deine besten Zeilen waren die mit meinem Flow. Und jetzt haben wir was. Aber Johnny ist hart, Alter. Johnny ist aber hart. Unser Paar, meine Zeilen aus Machtel gegen GWS, Mann, Alter, das ist ja ganz schön verschachtelt. Muss ich jetzt seine Zeilen gegen Trillfingers kontern oder merkt er langsam selber, dass das billig gefrontet war? Ha? Aber sieh das einfach so, Conny, deine besten Zeilen waren die mit meinem Flow. Und jetzt haben wir was in common. Doch was uns beide distinguished, du kannst nur Latein, I can actually speak English. Und wir sind nicht modern, Alter, du bist witzig. Commander Jeezy auf der Sternflotte, futuristic. Und wir wissen nicht, was Familie ist. Ey, was das denn für eine Zeile, machst du einen auf Kanaken-Style, da lass ich mich drauf ein, der mein Bruder, ich lieb ihn, dein Bruder, ich gib ihm. Fick ihn, der ist LMAX, er kriegt Damana, stick ihm. Ziemlich geil, eure Liebe zum Detail. Doch die Royal Fan Enterprise zieht an euch vorbei. LMAX, Conny, Monogamie. Doch in unserer Galaxie herrscht die Homo-Darchie. Wir fahren durch die Zeit, so wie Marty McFly. Und der Film der Orion zieht an euch vorbei. Die Plotz ist gefickt, jetzt liegt die Bitch in Trümmern und wir sind raus. Wir müssen uns um Rickbo kümmern, ciao. Okay, es gibt noch ein Outro. Also es gibt nur Schuhe, die laufen. Ja, also, man muss sagen, Video krass, sehr aufwendig. Insgesamt muss man auch sagen, sind das sehr viele, guck mal, die Runde geht 7 Minuten, oder 6 Minuten, sagen wir, aber
sehr viele Versuche, irgendwie da ein paar nice Konter zu bringen. Ich finde, Johnny hat ein paar. Aber es ist alles so ein bisschen wie bei Rick Bow, dieses, ey Conny, was geht denn? Knallt einfach nicht krass zurück. Das Gesamtfeeling ist auf jeden Fall trotzdem finalwürdig, so mit dem Beat und mit diesem Video, alles echt ultra aufwendig. Aber für mich reicht das nicht für ein Unentschieden. Ich glaube, ich würde dem Plot trotzdem den Punkt geben. Also, oder was heißt trotzdem? Ich würde dem Plot den kompletten Punkt geben. Videos wild, 4 von 10. Genau, könnt ihr sagen, was ihr denkt von 1 bis 10. Diesmal unironisch fürs Video, volle Punktzahl, der Rest war nix. 6 ohne Akne-Part. Was denn mit Akne-Part? Video ist noch eine Ecke auffälliger und kreativer. Meiste Sachen sonst ebenbürtig. Text teilweise echt puh. Automaten. Konnte ziehen häufig nicht, ja. Finde die Runde echt nicht so schlimm, würde sogar 7 geben. Videomäßig wahrscheinlich ist es noch krasser eigentlich sogar. Kann auch 7 sagen. Reicht ja trotzdem nicht. Gut, dann bin ich jetzt mal umso gespannter auf die Hinrunde der Royal Fam. Echt cool, dass ihr alle hier seid, Leute. Freut mich sehr. Royal Fam gegen den Plot. Die Hinrunde. Gang, Mann, was ist das für ein Name? Ein paar Striche am Finale, ihr seid nicht mal musikalisch. Piet, Digga, bist du behindert? Oder? Ja, was weißt du nicht mal, wie wir battlen, Alter? Dann machen wir fett. Hey Finale, ich bin drin in der Booth. Das ist mein Finishing Move. Wenn ich kein Kehlkopf hätte, Conny, würde ich klingen wie du. Ich find euch gar nicht mal schlecht. Eigentlich bin ich mit euch da. Und ey, mach ruhig weiter Videos, auch bitte ohne Sound. Sorry, das fühl ich nicht. Ihr seid alle zugekippt. Eure Band besteht aus einem Rapper und einem Kugelfisch. Sorry, L-Max, aber kauft ihr meine Augenklappe. Sonst fallen dir die Augen raus. Und landen in der Taubenkacke. Okay. Ich finde es eigentlich ganz gut, dass hier die Texte mit im Bild sind, damit man Akne und Peterle auch wirklich komplett versteht. Ich finde die Idee mit dem Text bescheuert, wenn man dann davor steht. Ja, also man hat nicht alles sofort lesen können, aber im Idealfall sollte man es ja auch einfach hören. Ey, jetzt geht's gegen Conny und L-Max, yo. Welcome to the Mini-Playback-Show. Macht euch ready für das süßeste Pärchen. Hier freut sich jeder auf eure neue CD und den ganzen Einheitsbrei. L-Max Gelee, ihr seid fast so wie Kraft. L-Max Gelee? The Mini-Playback-Show, macht euch ready für das süßeste Pärchen. Hier freut sich jeder auf eure neue CD und den ganzen Einheitsbrei. L-Max Gelee, ihr seid fast so wie Kraftklub. Wenn's damit nicht klappt, probiert es doch mal wie KIZ. Ich glaub, das passt schon. Schnappt euch die Gitarre und dann ab in die Charts. Denn ja, das ist so ein bisschen... Soll das so ein bisschen verarschen, so schnappt euch die Gitarre ab in die Charts, so als würden die jetzt so irgendwie Liebeslieder singen oder weiß ich nicht, irgendwie verstehe ich den Diss daran gar nicht. Ich verstehe den Diss nicht so wirklich so. Dann ab in die Charts, so, ja, dann geht er selber in die Charts. Ach, L-Max wegen der Zahnpasta, L-Max Gelee, ah, okay. Haben die dem Plot gerade einheitsfrei vorgeworfen? Das finde ich halt auch, ja, es ist irgendwie so ein bisschen, ich verstehe den Diss nicht so richtig dahinter oder den Ansatz des Disses, weil... Macht lieber wie KIZ oder weil Kraftklub da den Durchbruch hatte, okay? Trotzdem irgendwie mehr zu verschachtelt. Das ist doch mal wie KIZ, ich glaub, das passt schon. Schnappt euch die Gitarre und dann ab in die Charts. Denn auf sowas wie euch hat der Markt schon seit Jahren gewartet. Du willst ein Hipster sein, in die Jeans und dicke Ride. Kicken wie ein echter Rapper. You gonna do it, ein bisschen Cash. Wir hören noch mit der Vespa. Durch die Düsseldorfer City. You gonna do it, große rote Farbe. Auf den Oberlippenbart. Die Hook ist auf jeden Fall wieder nice, finde ich. Ist halt echt immer diese verkackten Homo-Lines. Ungeil. Aber vom generellen Harmonie-Flavor, so vom Stimmigkeitsbild, finde ich die Hook nice. Ist das nicht ein bisschen Homo? You gonna do it? Haben den Plot nicht verstanden. Aber wissen, was der Plot heißt. Eins ist klar. We never gonna do it. Plot gleich. Hey yo, der Plot ist übertrieben fresh und kreativ. Mach das ein Battle, Johnny, ihr seid übelst wack und devil mies. Okay, Finale jetzt und fuck, ich lauf heiß wie ein Lavastrom. Okay, nochmal was? Hey yo, der Plot ist übertrieben fresh und kreativ. Mach das ein Battle, Johnny, ihr seid übelst wack und devil mies. Okay.
Ich verstehe den Ansatz, dass das irgendwie so witzig sein soll, dass er jetzt da so switcht. Aber ich verstehe gar nicht, wieso er das so zum Ausdruck bringt, weil das ja irgendwie indirekt zeigt, dass er sie eigentlich feiert. Und nur weil es ein Battle ist, sagt er jetzt, dass sie nicht fresh sind. Wisst ihr, was ich meine? Ist so ein bisschen eigentlich Outing, dass man es geil findet, was der Gegner macht. Dieses Juice-Gar-Standbild. Das war 2013, nicht 2008. Der Plot hat sowas zum Beispiel nicht gemacht. Ja, der Plot war schon sehr früh, sehr weit, was das angeht, muss man sagen, ne? Der Konter darauf ist schön. Okay, ich bin gespannt. Das ist ein Battle, Johnny. Ihr seid übelst wack und Devil Mies. Okay, Finale jetzt und fuck. Ich lauf heiß wie ein Lavastrom. Hype, Conny Hype, MX Higher. So, das war's jetzt schon. Okay, ist gut. Hype, Conny Hype, MX Higher. So, das war's jetzt schon. Hostet BAC, den Dudes keine Märchen, Alter. Ihr seid keine Crew, ihr seid ein Pärchen. Und es ist Hip-Hop, One Love. Und alle bitten euch jetzt Zeit und das. Nur weil sie nicht checken, was ihr sonst so für eine Scheiße macht. Ey, die Flügel. Man muss halt, kommt wieder der Highlight-Mann. Auf jeden Fall, man muss dazu sagen, jetzt geht's los. Okay, Achtung. Okay, ganz kurz nur, man muss dazu sagen, ich finde es ein bisschen schwierig, nur Conny und L-Max zu dissen. Bester wartet für die, okay, warum feiert ihr das denn alle so? Das macht für mich keinen Sinn, weil der Plot hat doch sehr gut gezeigt, dass zwar L-Max und Conny so die beiden Rapper an der Front sind, so, aber dass sie halt wirklich diesen Band-Rahmen haben, allein wie sie die Beats verändert haben. Und die haben ja auch die anderen Jungs eingebaut, die eher so für die Beats zuständig sind. Und das ist, finde ich, sehr geil sogar, dass sie diese Elemente reinbringen, nur weil es halt nicht fünf Rapper sind. Natürlich legitim, der Diss, dennoch kann man eigentlich recht easy, glaube ich, kontern, indem die halt sagen, nee, wir sind nicht wir beide. Und dann, wenn die beiden anderen einfach nochmal was zeigen von sich. Ich will den Akte paar Jahre. Und alle finden euch jetzt Zeit und das, nur weil sie nicht checken. Alter, wie, was ist hier der Akne Fan Club oder was? Was ihr sonst so für eine Scheiße, ey, die Flügelwappen-Logo-Fan. Überfährt im Polo-Van, die Düsselappen-Yolo-Gang, mal Promoscan, ihr Bono-Fan. Crime hier. Okay. Das Geile ist ja, man kann das Geile jetzt natürlich analysieren, weil die Texte eingeblendet sind. Ey, die Flügelwappen-Logo-Fan. Überfährt im Polo-Van, die Düsselappen-Yolo-Gang. Die Düsseldorf-Biologie. Beim Promoscan. Ihr Bono-Fans. Was ist denn Bono? Bonobo ist so ein Beatmaker, aber was ist denn Bono? Was ist denn ein Bono-Fan? Düsseldorf. Die Flügelwappen-Logo-Fan. Überfährt im Polo-Van. Die Düsseldorf-Yolo-Gang. Beim Promoscan, ihr Bono-Fan. Crime hier, Ginger, Digga. Zeig mir, wie Gefühle aussehen. Doch der Plot wird erst verlieren, wenn Conny die Kostüme ausgehen. Niemals. Das fehlte gerade noch, Arschloch, das wär hart am... Okay. Niemals. Das fehlte gerade noch, Arschloch, das wär hart am Weltwunder. Absturzlogo. Jetzt geht der scheiß rosa Bart komplett unter. Was ist ein Plot? Kann man das essen? Mann, wie sieht das aus? Max mag Rap, Conny auf. VCB, beide Conny raus. Conny Freeze. Oh. Digga, halte mal ein. Hier spricht Bruder. Digga, Akne ist einfach so krass, Digga. Okay, ja, weiter, ne? Junge, du wurdest in die Hölle geschickt. Yeah. Ja, das stimmt. Max mag Rap, Conny auf. VCB, beide raus. Conny Freeze. Oh. Digga, halte mal ein. Hier spricht Lieutenant Juicy Dragon von der Style-Polizei. Und deine Friese ist verklagt. Sogar Friesen sagen, scheiße, Mann, die Friese ist für'n Arsch. Shit. Widerlicher Haarschnitt. Guck dich mal an, das muss man auch tragen können. Ich mein, was kommt als nächstes, Digga? Muster im Back. Wir tun jetzt allen einen Gefallen und rasieren den Block. Rutschen ab und ihr verliert den Kopf. Ups. Du willst ein Hipster sein. In die Jeans und dicke Rhyme. Kicken wie ein echter Rapper. You're gonna do it, Plotlike. Hook ist krass. Mal hör noch mit der Vespa. Durch die Düsseldorfer City. You're gonna do it, Plotlike. Auf den Oberlippenbart. Ist das nicht ein bisschen homo? You're gonna do it, Plotlike. Bis auf die Stelle. Verschreibt, aber wissen, was der Plot heißt. Aber eins ist klar. We never gonna do it, Plotlike. Ey, nächster Gegner, der Plot legt schon den Kopf auf Schafotten. Gegner seid ihr nicht. Doch ich schreibe Parts so als ob. Ich wollte ein One-on-One mit Fußballmann, jetzt kommen mir so ne Tunden an. Der Franzmann gegen Akne ist wie Juicy gegen Ku Klux Klan. Will ich Competition, hol ich Hanky an den Kickertisch. Gucken mal, wer dicker ist. Oder wer wie viel Sticker auf der zweite kann nichts reißen. Will ich Competition, hol ich Hanky an den Kickertisch. Will ich Competition, hol ich. Wen holt er an den Kickertisch? Hank. Hanky? Wer ist denn Hanky? Wer ist das denn? Ist das der Kick
Tischfußball-Weltmeister oder das Ding. Dann hol ich Henke an den Kickertisch. Gucken mal, wer dicker ist. Oder wer wie viel Sticker auf der Also das bitte, 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 lasst es das jetzt mal ganz kurz verstehen. Will ich Competition, hole ich Henke an den Kickertisch. Gucken, wer dicker ist oder wer mehr Snickers frisst. Das verstehe ich nicht. Ich verstehe nicht, was er mir damit erzählen möchte. Das ist ein Akne-Part, der muss keinen Sinn ergeben. Ja, okay. Ja, okay, das habe ich vergessen gerade. Ich will es doch nur verstehen. Ihr seid noch nicht bereit. Vielleicht gab es zu der Zeit damals ja irgendwas in der Hip-Hop-Welt, in der Rapper gegeneinander gekickert haben. Und nur wer Hip-Hop geliebt hat, kennt das Interview oder so. Das kann sein. Der Reim ist sowieso wild, klar. Kickertisch, dicker ist, Snickers frisst. Na gut, komm. Mal wer dicker ist. Oder wer wie viel Sticker. Auch der zweite kann nichts reißen. Wirkungslos. Du musst das einsehen. MX gegen Akne. Aber viel Spaß beim Eincremen. Okay, Spaß beiseite. Ich hätte um Haaresbreite nur über Frisuren gerappt. Doch find auch alles andere Scheiße. Konnichiwa, Bitches, Conny und Max spitten so. Haha. Witzige Bars in ihre Parts. Und das war ganz unterhaltsam. Aber langsam wird's anhand. Mich wie ein Roman von Thomas Mann. Wir sind Starter. Für das Finale und motiviert bis in die Haarspitzen. Ey, Jungs, ich cool gerappt, aber. Für das Finale und motiviert bis in die Haarspitzen. Ey, hilft Zahncreme auch noch gegen Pickel? Das wäre der Oberwitz. Ist das so ein Geheimtrick? Ist das so ein Hausmannstrick? Zahnpasta gegen Pickel. Zu Beginn ist noch alles gut. Durch die Austrocknung, Wirkung hilft Zahnpasta erstmal im Kampf gegen Pickel und führt zu einer schnellen Besserung. Je nachdem, welche Wirkstoffe die Zahnpasta enthält, kann die Haut etwas gereizt wirken. Als Folge ist man selbst gereizt. Okay, aber es hilft auch noch. Das ist ja das Allerbeste noch. Viel Spaß beim Eincremen. Ah, ist ein Haushaltstipp, der dafür sorgt, dass es schlimmer wird. Na gut, okay, am Ende gibt's dann Folgen. Naja, dann ist gut. Ne? Den Punkt müssen wir jetzt Akne auch mal geben. Wir sind Starter für das Finale und motiviert bis in die Also ich finde, Juice Gapart, der rappt mir halt zu viel über die Haare von Conny irgendwie. Hat selber halt diese Frise. Finde ich ein bisschen schwierig, aber nice gerappt. Ey Jungs, ich überweis euch noch einen Zehner bei der Mixtape-Aktion. Ihr sagt Rick Bo ist der King und das wär nicht mal gelogen. Roy Fam, extra Blatt, Plot gefällt. Na klar, den Rapper schacht ich ab, Hannibal überleckt das auf der Rektors Cut. Niemand hat Bock auf den Plot, ich hau dem Plot eben mal den lyrischen Flock in den Kopf und fühl mich wie Locke der Boss. Eure Concorde stürzt über dem Atlantik ab. Du und dessen Noten hol ich runter mit der Flagge. Die Fam gegen den Plot, für jeden Rap hat jeder Wunschfinale. Auch wenn der Großteil nur auf Johnny in der Runde wartet. Unsympathisch, fuck it, Plot-Tracks in Grütze. Weil Elmex die schönsten Haare hat, schenkt Conny ihm ne Mütze. Der hübsche Blondie will sein schönes Image schützen. Und die 700 hätte ich gerne in 100 Tannen und Füchsen. Und vor euer Tape, ich dachte sicherlich ist taub. Doch mein Untermieter schreit. Mach die Hipster Scheiße! Rosa, roter Ball. So, hier muss man auch wieder sagen, flowmäßig, rapmäßig, stylemäßig, Johnny super on fire, aber da war keine Punchline dabei, ne? Es war also nichts, wo man jetzt sagt, okay, da müsste sich jetzt der Plot echt getriggert fühlen. War halt einfach sehr geil gerappt und cool, also ich wünsche mal, gib mir die Flocken bitte so mit Füchsen und Hunnis und so, aber nichts, was argumentiert, warum er es kriegt, außer dass er halt geil rappt, aber inhaltlich kein Argument. Locke der Boss ist aus dem Film City of God, ja Mann. Das ist ein guter Film. Gibt's aber nur auf Amazon Prime, glaube ich. Falls ihr das sehen wollt, gibt's auf Amazon Prime. Ich dachte sicherlich ist taub, doch mein Untermieter schreit. Mach die Hipster Scheiße! Euer rosa-roter Bart wirft mich völlig aus der Bahn. Wenn ihr weiterhin so schminkt, mach ich den Dominik Strauss-Kahn. Und wenn du dir ein paar Titten machst und euch auch die Augen schminkt, könnt ihr davon ausgehen, dass eure Fans nicht nur Frauen sind. Ja, was für eine Band, eure Band ist durchschaubar. Bei euch ist es sehr schwul, wenn man die Hand zu einer Faust macht. Ich hab mit Conny so eine kleine Wette klar gemacht. Wer verliert, schneidet sich nach dem Battle die Haare ab. Und ich meine nicht die Haare am Sack, ich meine die Haare am Scheitel. Doch bei Conny dem Sackgesicht ist es eigentlich das gleiche. Roy Fam, extra Blatt. Leck das auf der Roy Fam, extra Blatt. Leck das auf der Rector's Cut. Roy Fam, extra Blatt. Leck das auf der Duodessen, runter mit der Flasche. Das ist die Fam gegen den Block. Für jeden Rap hat hier das Wunschfinale. Johnny in der Runde wartet. Rap, Johnny. Ist auf jeden Fall auch irgendwie interessant gemacht hier mit diesen Einblendungen. Okay. In der Runde wartet.
Gut, also, was bekommt die Runde von uns? Ich würde mal sagen, so vom generellen... Krass, die Rückrunde scheint die meistgesehene VCB-Runde zu sein. Alter, 8 Minuten 50. Ich habe das Gefühl, uns erwartet da Großes jetzt. Das ist so geil, dass ich mich überhaupt so zu 0% daran erinnern kann. Ohne Akte Parts 4 von 10 mit 12. Ich fand die Hook beim ersten Beat nice. Die Parts sind halt alle irgendwie gewissermaßen geplätschert. Ich fand keine wirklich krassen Punchlines irgendwie im gesamten, in der gesamten Runde. Aber das Video war auch stark. Beats hat mir der erste besser gefallen als der zweite. Aber es war schon... hatte Final Flavor, es war trotzdem cool. So, es hätte einfach, wäre cool, wenn da noch ein paar geile Knallerlines halt dabei gewesen wären, ne? Du Bono-Fan. Da, die Düsse-Lappen, ja. Kamikaze, Karate, Parzon, Akne haben auf jeden Fall wieder ordentlich hier gegen den Kiefer getrümmert. Ja, okay, man kann auch 6 geben. Ich finde halt, im Generellen kann man sich die Runde gut anschauen. Es hat mich entertained. Wenn ich das jetzt textlich wirklich zerlege, ist da nicht so viel. Das ist schon wahr. Ja. Gut, Leute, dann gehen wir doch mal rein in den Plot gegen die Royal Fam. Ich bin sehr gespannt. Sehr gespannt. Boah, ist das hart, Alter, dass es schon so losgeht. Ich hab ne Mail, gehst für deine Freundin in den Knast rein. Im Frühstück gibt's Orangensaft, my man. Ich glaub, ich hab's. Hör mal zu. Okay. Ey, die Flügelwappen-Logo-Fam. Das sind wir, ne? Ey, die Flügelwappen-Logo-Fam. Okay, geil, sie gehen da noch genau auf den Satz ein. Das sind wir, ne? Das sind jetzt wir, ey. Ey, die Flügelwappen-Logo-Fan überfährt im Polo-Van die Düsseldorf-Yolo-Gang bei Promoscan, ihr Bono-Fans. Oh, die können einpacken, Alter. Pete, Johnny, Joska. Ey, die Flügelwappen-Logo. Überfährt im Polo die Düsseldorf-Yolo-Gang beim Promoscan ihr Promoscan. Ja, Juska noch so hinterher rennt. Das ist hart, wie Conny auch aussah mit den Ohren, Alter. Das ist schon sehr gut. Das ist schon. Boah, das ist auch schon sehr böse, ne? Arme Akne. Das sind wir, ne? Das ist eigentlich das Beste, ne? Aber ganz kurz, ich merke mir hier 1,27, ne? Das sind wir. Ey, die Flügelwappen-Logo-Fam. Das sind wir, ne? Ey. Die Flügelwappen-Logo-Fan überfährt im Polo-Van die Düsseldorf-Yolo-Gang bei Promoscan. Was denn? Bei Promoscan. Amex ist auch super, Alter. Joska! Boah, ist das hart, Alter. Das ist ja hart. Das ist das Intro. Ey, die Flügelwappen-Logo. Überfährt im Polo. Der arme Juska. Okay, gib ihm, bin sehr Jungs, gespannt. Ich bin leer geschrieben, ich krieg keine Zeile mehr aufs Blatt. Tut mir leid für jeden Fan, der meine Parts gefeiert hat. Yo, nie wieder Albino, Mann, die Haare schneid ich ab. Halt mal an die Mucke gerade, das nimmt mir doch keiner ab. Ey yo, in meinem Wunschfinale ist der Gegner scheißegal. Hauptsache der Pokal trägt am Ende meinen Namen. Yeah. Auch wenn 100.000 denken, dass ich keinen hab. Jede Runde wieder, Mann, ich mach mir einen Namen. Yeah, ich hab das nicht gepeilt. Geil. Stark. Ich keinen hab, jede Runde wieder, Mann, ich mach mir einen Namen, yeah. Ich hab das nicht gepeilt, was ist da mit Juska los? Was für Thomas Mann Romane, du Frisurensohn. Wenn wir das umdrehen, hat die Leinen guten Grund. Der Verfall einer Familie, hier seid die Bonus. Hey yo, die Fam ist übertrieben wack und derbe mies. Anders ein Battle, man, ihr seid übelst wack und derbe mies, yeah. 6 Minuten Roll Fam, wer kann die ab?
Ja, die Frisuren so war schon krass. Ey, super gekontert. Genau die Stelle, wo ich tatsächlich auch noch eben angehalten hatte bei Johnny und mich gefragt habe, was das soll. Super krass gekontert. Wie einfach. Wie einfach. Alleiner Familie, hier seid die Wohnung. Hey yo, die Fam ist übertrieben wack und derbe mies. Anders ein Battlemar, ihr seid die übelst wack und derbe mies. Yeah, 6 Minuten Royal Fam, wer kann hier am meisten gang? Gefühlte 1000 Parts und 100 Rappern, aber nix bleibt hängen. Zweckreim, Zweckreim, alles muss versteckt sein. Wie ihr macht auf Crew, man, auf mich wirkt ihr wie Westlife. Ich seh eine Boygroup, toll Jungs, wie ihr das umsetzt. Doch wir sind hier die Beatles, Hamburg ist nur ein Sprungbrett. Eine Familie, die komplett aus Männern besteht, hat uns ernsthaft zum süßesten Bärchen gewählt. Conny, jetzt offiziell, willst du mich heiraten? Wie kann ich da Nein sagen? Komm, lass es uns gleich machen. Wer findet auch, dass das merkwürdig klingt, wenn dieselbe Crew behauptet, dass wir Märchen erzählen? Ey, die Düsselappen, YOLO-Gang, Club macht euch schrottreif. Ab heute ist Plot-like Synonym für gottgleich. Stark. Zweckreim, Zweckreim, alles muss versteckt sein. Wär's mal wieder mit einem neuen silbigen Zweckreim. Ich frag mich, wo könnte der heute wieder versteckt sein? Augenklappe, check, Hipster Jeans, check, kann ich jetzt cool? Ey, fickt euch alle, ihr seid wack, man, lasst die letzte Runde Battle Max. Ich hoffe, ihr seid wetterfest, denn nach uns die Sinnflut und die Arche nimmt nur Pärchen mit. Herz, Herz, Herz. Man muss halt auch zusätzlich noch sagen, ganz kurz nur, okay, das ist ein blödes Standbild, das ist halt auch noch generell gerade in diesem Battle sehr gut gealtert. Open-minded, irgendwie cool. Das ist einfach strong. So ist wirklich einfach strong und sehr weit schon da gewesen und macht Spaß halt, ne? Augenklappe, check, Hipster Jeans, check, kann ich jetzt cool? Ey, fickt euch alle, ihr seid wack, man, lasst die letzte Runde Battle Max. Ich hoffe, ihr seid wetterfest, denn nach uns die Sinnflut und die Arche nimmt nur Pärchen mit. Herz, 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 Regenbogenflagge, das beste Mittel gegen homophobe Spasten. Und auf dem nächsten Gala-Cover, sowas habt ihr nie gesehen. Roy Fam, Adlige, ohne Eintitel, yeah. Max, wir sind ein Pärchen, finden die anscheinend witzig. Ich find witzig, Anzahl Rapper im Vergleich zur Punchline-Dichte an. Müssen Neologismen, mir sträubt sich die Frisur, dich trennt mehr als 40 Pfund von einer rhetorischen Figur, Digga. Und Rick, wo denkt sich, Savage Lines sind nie verkehrt. Und das wird doch stimmen, wären deine eigenen was wert. Die Crew, die keine Crew ist, gewinnt gerade das Turnier und reißt Familien auseinander wie die Mauer durch Berlin. Eine Familie, die... Hart. Die Crew, die keine Crew ist, gewinnt gerade das Turnier. Allein die erste Line ist ja schon geil. Gewinnt gerade das Turnier und reißt Familien auseinander wie die Mauer durch Berlin. Eine Familie, die komplett aus Männern besteht, hat uns ernsthaft zum süßesten Bärchen gewählt. Conny, jetzt offiziell, willst du mich heiraten? Wie kann ich da Nein sagen? Komm, lass es uns gleich machen. Wer findet auch, dass das merkwürdig klingt, wenn dieselbe Crew behauptet, dass wir Märchen erzählen? Ey, die Düsselappen, YOLO-Gang, Club macht euch schrottreif. Ab heute ist Plot-like Synonym für gottgleich. Ihr macht eurem Namen alle Ehre, hab mich fürstlich amüsiert. Seh ich aus, als könnte man bei mir irgendwas rasieren? Karl Marx lässt sich von euch nicht den Bart stutzen. Wurzel allen Übels, für euch meine Haarwurzel. Es ist der Albino mit der Föhnfrisur. Wir rappen den Maskierer. Dagla hat die Hosen nass. Ersche wie ihr, unterhalten halt mit After Effects. Boah, es ist so gut, Alter, wie gut das ist. Und ihr mit dem Düsselabion, okay.
Das Shirt hätte ich wahrscheinlich damals auch getragen. Und jetzt sitz ich hier und kann mir wieder den Kopf zermartern. Man kann aus Hamburg scheinbar keine guten Fronts erwarten. Zehn Parts und alle reden ständig nur von Connys Haaren. Auch wenn's mich langweilt, ist das Pubis, hat trotzdem Charme. Pete soll meinen Namen nicht im Mund nehmen. Hier sagt alle nichts, bloß es gibt Untertitel, Stummfilm. Du und kling wie ich, Alter. Äpfel und Birnen, die hohle Birne will keiner statt meinem Adamsapfel hören. Was? Hip-Hop, eine Liebe. Red nicht so einen Stoß, solange ich schwul in euren Texten als Beleidigung benutze ich mein. Das ist so krass, Alter. Wie unfassbar gut und wichtig das schon so damals war. Das ist wirklich krass. Wir haben das Turnier gesehen. Das hat fast jeder gemacht. Fast jeder hat schwul und diese ganzen anderen Sachen als Beleidigung benutzt. Und die, es ist also wirklich, es ist einfach nice. Meine Liebe, red nicht so einen Stoß, solange ich schwul in euren Texten als Beleidigung benutze ich mein. Ich merke, dass ihr euch nicht sonderlich Gedanken macht, doch ich bin der Beweis, dass man doch ohne ins Finale schafft. Akne Fans, Zweckreim als Markenzeichen geil. Conny auf Schafott, pure Haarspalterei. 80 Bars, 3 Treffen, finde ich ganz schön grenzwertig. Hamburgs FDP scheitert an der 5% Hürde. Was ist denn ein Promo-Scan? Kann man das essen, Akne? Was du da bringst in dein Paar? Was ist denn ein Promo-Scan? Kann man das essen, ey? Aber die Zeile von Akne ist auch wirklich, das ist einfach unfassbar. Das kann keiner sonst schreiben. 5% Hürde. Was ist denn ein Promo-Scan? Kann man das essen, Akne? Was du da bringst in dein Part, das ist die letzte Kacke. Weil man in schätzungsweise 16 Zeilen Kettenreim nicht mal erahnen könnte, was du gerade sagen möchtest. Beat meint es ernst, er legt richtig los hier. Misa, die Line ist nur mehr wird betont. Und ich bin ein... Ey, scheiße, Digga. Boah, ist das gut. Das ist ja Wahnsinn. Das ist eine super krasse Runde. Beat meint es ernst. Er legt richtig los hier. Misa, die Line ist nur mehr wird betont. Und ich bin ein Kugelfisch. Klar, was bist du da, Lobby? Schätze ein Wahl, denn da ist noch viel Luft nach oben. Rick, wo ist anders? Der macht das geschickt. Der guckt nur so, als hätte er gerade eine Punchline gekickt. Und die Concord schnitzt ab. Was erzählst du für'n Stoß? Eure Tapes versiegen doch in der Elbe auf dem Grund. Und Juska ist Leutnant bei der Style-Polizei. Das ist heftig. Ey, sag mal doch so dabei, ne? So eine Crew ist ein Vorbild für die anderen. Die Fam ist eine Einheit, 7 Facebook-Links im Abspann. Boah, Alter, die Endline ist ja auch hart. Ihr seid eine Einheit, 7 Facebook-Links im Abspann, ne? Boah, was hat denn da? Das ist aber ungewohnt, dass Elmex da nochmal so ein krankes Dauerfeuer schießt. Der hat die ja beerdigt, Alter. Boah, die Facebook-Line ist unfassbar. Die ist unfassbar krass. So eine Crew ist ein Vorbild für die anderen. Die Fam ist eine Einheit, 7 Facebook-Links im Abspann. Cool. Wir haben uns angeschaut und die Gesichter gesehen und gesagt, hey, heute packen wir das wow. Ding, egal wie es läuft und super stolz. Und ich hab keine Ahnung, was der Rick am Ende labert, Mann. Die Stummel auf dem Schädel nennst du Saftsack einen Wetteinsatz. Fuck it, hier ist das, worauf die Welt gewartet hat. Der unglaubliche Kalk, ich glaub, ich hab heute Namenstag. Die folgenden Bilder zeigen keine Crew. So dumm, krass. Jetzt alle nochmal einzublenden, die mitgewirkt haben in den einzelnen Runden. Natürlich Dupasch als Clipmacher natürlich auch. Plot ist schon hart besetzt gewesen.
heftig. Ganz, ganz, ganz heftig. Ich glaube, das Ergebnis gleich wird aus heutiger Sicht auf Unverständnis stoßen. Wer mit den Tauben chillt, ruft so wie auf 1000 Pillen. Sogar da noch am Ende ein kleines Gimmick. Boah, Alter, was für ein Ding, Mann. Das ist ja Wahnsinn, Alter. Das ist ja absolut krass. Das ist ja absolut krass. Das ist tatsächlich für mich auch eine 10 von 10. Das ist eine 10 von 10. Ich weiß nicht, wann ich so eine gute Battle-Runde das letzte Mal gesehen habe. Da hat alles nicht nur gestimmt, sondern das war genau das so, wo man sagt, das war eine Vernichtung. Absolute Rasur. Allein LMAX, allein das Intro und der LMAX-Part am Ende. Die Facebook-Links-Line ist so brachial. Und auch die ganzen kleinen Details, die da drin vorkommen. Mit dem Zwischendurch, damit diesen, wie die beiden als Pärchen sich so in der Wiese rollen. Hammerhart, wirklich. 10 von 10, 10, hier ist fast auch alles hier 10 von 10. 9 von 10 war kein Kiko-Feature. Ach komm. Das war, glaube ich, die beste Video-Battle-Runde, die ich je gesehen habe. Wirklich hammerhart. Und ich habe das gar nicht mehr in Erinnerung gehabt. Beste Runde gegen den Plot war mit Abstand die Runde vom Plot gegen sich selbst. Vom Plot gegen sich selbst? Was ist damit gemeint, Basti Twitch? Haben die irgendwo nochmal sich selbst gedisst? Die haben noch eine gemacht nach dem Turnier. Plot gegen Plot war auch... Ja, die haben wirklich eine Runde gegen sich gemacht. Können wir gleich noch gucken. Alter, wie fett ist das denn? Ja, da gehen wir da noch rein, oder? Ey, aber ich musste kurze Pickelpause machen, Leute.